Du willst die meiste Zeit offene Wunden auf deinen Händen und Armen haben. Du willst kaum neue Menschen außerhalb von deinem Job kennenlernen, weil das soziale Leben kaum existent ist. Du willst schwer haben, eine Beziehung aufzubauen, denn Zeit ist dein wertvollster Gut. Du willst deine sozialen Fähigkeiten verlieren. Du willst einen Hautausschlag in den Arschritzen bekommen aus einer Mixtur von Hitze, Schweiß und Reibung. Du willst ständig Fehler machen und jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, wird dir irgendjemand darauf hinweisen, dass du ein Höhlenmensch bist. Denn nur Höhlenmenschen machen solche Fehler. Du willst, ohne zu merken, den ganzen Tag nur noch fluchen. Du willst am Anfang einen Hungerlohn verdienen. Du willst ständig gestresst sein. Du willst nicht ersetzbar sein und immer 110% gehen müssen. Du willst ständig erschöpft sein. Du willst niemals wieder so etwas wie Brühe im Gesicht haben. Die Sonne ist ein Fremdwort. Du willst wahrscheinlich nicht berühmt werden. Du willst eine Gewohnheit entwickeln, egal ob Zigaretten, Alkohol, Kaffee, Cannabis, Kokain, Energydrinks oder Spiele im Casino. Deine Füße werden zerstört. Dein Rücken wird kaputt. Deine Hände ebenfalls. Du willst für unbegrenzte Zeit mit Schlafmangel leben. An 4 Tagen musst du immer für deine ganze Familie kochen. Zum Glück bist du aber an 4 Tagen nie daheim, sondern im Geschäft, am Schaffen. Du willst dich zu einer Person entwickeln, die oft genervt ist. Sehr oft. Du willst anfälliger für schnelle Stimmungsschwankungen. Der Großteil von deiner Karriere wirst du in einem kalten Raum mit hohen Temperaturen und einer schlechten Belüftung und mit Menschen verbringen, die deine einzige soziale Interaktion darstellen. Du willst länger arbeiten, als du es dir jemals hast können vorstellen. Du willst den ganzen Tag auf deinen Füßen verbringen, ohne mal eine Chance zu haben, dich für 5 Minuten zu setzen. Deine kürzesten Arbeitstage werden länger als die von deinen Kollegen. Du willst daheim kein Gourmet kochen, weil du für das einfach zu müde bist. Selber willst du meistens nur Fastfood und Spaghetti essen. In der Küche wird man dich oft hänseln, offiziell um dich abzuhärten. Aber in Wirklichkeit geht es nur um deren ihre Unterhaltung. Du willst so viele Stunden im Geschäft verbringen, dass dich deine Arbeitskollegen besser kennen als deine Familie. Du willst starke Freundschaften zu Menschen bilden, von denen du das nie erwartet hast. Du willst zu einem Besserwissen und all deine Themen drehen sich um Essen. Du willst extrem viel Gewicht verlieren oder extrem zunehmen. Du kannst niemals einen Tag krank machen, nur weil du einen Hangover hast. Du musst mit der Erwartung können umgehen, dass die Arbeit immer vor allem anderen steht. Du willst niemals gratuliert für deine Arbeit. Du willst den Chef oft wie einen König behandeln, dich nie widersetzen und deinen Standpunkt nie dafür erklären. Aber wenn er falsch liegt. Du kannst deinen Kollegen nie mehr wieder beim Kochen zuhören. Deine Mutter wird nicht für dich kochen, weil sie ihr viel zu peinlich ist. Du musst jedes Jahr an Silvester, Weihnachten, Ostern, Vatertag, Muttertag, Valentinstag, Frauentag und an jedem anderen Viertag arbeiten. Du willst jahrelang in unteren Positionen arbeiten müssen, bis du irgendwann irgendeine Art von Autorität übertragen bekommst. Je besser das Restaurant oder die Küche wird, umso länger musst du arbeiten. Umso grösser wird der Druck und umso ungesünder wirst du leben. Und umso weniger Schlaf wirst du bekommen. Keiner von deinen Kollegen oder Familienmitgliedern wird jemals verstehen, was dein Job eigentlich wirklich bedeutet. Du willst eine seltsame Besessenheit für Messer entwickeln. Wenn du ein Patissier bist, dann willst du eine gruselige Besessenheit für Löffel entwickeln. Du willst deine Kollegen fragen müssen, ob sie deine Planung nach dir ausrichten, denn du weißt nie, ob du frei hast und meistens hast du auch nicht frei, wenn sie frei haben. Du willst einen politisch unkorrekten und einen sozial inakzeptablen Sinn für Humor entwickeln. Wenn du die richtige Person dafür bist, dann wirst du jeden Tag dankbar dafür sein, dass du den Job angenommen hast und es als die beste Entscheidung von deinem Leben gesehen. Du willst dich in deinen Job verlieben und niemals zurückblicken.